Für mich ist es auch so halb Arbeitsplatz immer. Ah, ja. wie für so viele Vereinsmitglieder. Ansonsten verbinde ich mit dem Platz hier, also das ist Heimatgefühl. Okay. Wir sitzen hier auch einfach mal so auf der Bank, ne? Also wirklich auch jung und alt. Wir bestellen hier spontan Pizza, nachdem wir einen Ausflug gemacht haben, treffen wir uns dann hier nochmal und essen gemeinsam eine Pizza mit mehreren Familien, mit Haufen Kindern. Hier findet auch dann, also eigentlich im ganzen Dorf verteilt, jedes Jahr ein Straßenrandflohmarkt statt. Und hier ist dann auch Kaffee und Kuchen immer. Also das ist so ein bisschen der Kern vom Dorf, obwohl das nicht wirklich die Mitte vom Dorf ist. Ich finde eigentlich, das ist ein Weltbarmeter der schönste Platz. Den haben wir damals mit Fördermitteln angerichtet, mit dörflichen Charakter. Dann haben wir 2007 nach dem Heimatfest haben wir die Räume hier drinnen von der Gemeinde bekommen und haben das Museum reingemacht. Und hier, dann haben wir das Backhaus gebaut. Und hier ist eigentlich der Platz, also von Wildbach. Ja. Ne? Ja, ja. Da ist nicht ein Mittelpunkt, mitten im Ort, aber das ist einfach der Platz hier, wo ich dann getroffen werde, wo fester sein soll. Also uns wurde in mehreren Gesprächen so rückgespiegelt, dass es in Wildbach so, dass der Zusammenhalt so gut ist und dass es so Nachbarschaftshilfe gibt. Und genau, ist die Frage sozusagen, ob das was Herausstechendes ist im Vergleich auch vielleicht zu anderen Orten. Mich verbindet mittlerweile auch was damit. Wir bauen halt gerade noch ein bisschen Haus und da ist die Zeit halt einfach nicht so gegeben. Ich denke, das ist in Ordnung, aber wir hatten halt zu Beginn, wo wir angefangen haben mit Bauen, mit den Kernen und so, kam gleich der Heimatverein, große Traube Frauen mit Kaffee, Kuchen und haben uns erstmal willkommen geheißen. Ah. War für mich neu. Na, also ich bin das jetzt nicht so gewohnt, aber ich empfand es als sehr angenehm. Na, und hat sich eigentlich gut aufgehoben gefühlt. Und das finde ich hier also anders. Ich muss gerade mal aus der Gaststätte. Gibt es viele Gespräche von den Nachbarortschaften, die dann essen können, wenn man sich dann mal unterhält? Ja. Mensch, sagen, wie macht ihr das in Wildbach, dass du immer was los ist? Also nicht jeden Tag, aber übers Jahr verteilt immer mal ein bisschen was los ist. Und immer schöne Sachen gemacht werden. Ja. Ich sage, das ist schon wirklich wahr, Zusammenhalt. Ja. Sonst würden wir es nicht auf die Beine stellen können. Mhm. Und der Heimatverein ist ja am federführend mit den anderen Vereinen. Mhm. Das klappt dann. Schließt das alle ein sozusagen? Oder, Also es sind alle willkommen. Jeder, der sich mit einbringen will, der kann gern mit tun und kann uns mithelfen, kann an den Feiern mit teilnehmen. Also es ist auch nicht so, dass wir sagen, nee, du machst nichts mit, du darfst nicht mit feiern. Wir würden uns natürlich freuen, wenn diese Generation, sag ich mal, also zwischen uns und den Älteren, die fehlt so ein bisschen. Ne? Also die gehen auf Arbeit und haben dann so ihrs, aber die bringen sich wenig ein. Also das sind wirklich wenige. Welche Generation meinst du jetzt? Na, so von, ich sag mal, 50 plus. Okay. Bis, ne? Ihr seid dann so die 70er. Also so das zwischendrin ist so, wo ich sage, oh, Mensch, die Kinder sind alle groß. Ne? Da würde ich mir schon wünschen, dass da mehr. Und wollt ihr noch was sagen, was es vielleicht zu verbessern gibt oder fällt euch da gleich ad hoc was ein? Die Mitarbeiterstadt auch immer, das ist sehr schön. Es ist wie Steine schneiden, das muss ich echt sagen. Ich muss das, ich langsam ist mir zu viel. Der neue Ortsvorsteher muss sich hier drum kümmern, weiter nichts. Ja, es ist okay. Aber und wenn es das nicht, wenn es denn nicht geht, das liegt am Ortsvorsteher. Ich werde einen Oberbürgermeister mindestens einmal hoch. Ich auch. Mindestens. Also ich habe es geschafft. Also einen roten Termin, Sie kriegen es roten. Aber das Thema wollen wir nicht wieder aufhören. Nein, das ist richtig. Aber wir haben das Problem, dass diese Schule, dieses Gebäude eigentlich auch gerettet werden soll. Und da hänge ich genauso dran. Und das Problem ist wirklich, wir haben alles, es gibt jetzt so viele Probleme mit einmal. Aber dieses Problem besteht bestimmt schon wie viele Jahre, keine Ahnung. Das ist schön. Das ist halt ein Beispiel, da oben stehen Wohnungen leer. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen die als Heimatverein dazu und machen dort Kurse, ne? Zeitenkurs, Kinderschnitzkurs. Mhm. Dann haben wir das organisiert, haben dort oben auch Regale und alles. Und dann hieß es von der Stadt, nee, also Kurse dürft ihr dort nicht machen, weil das ist hier nicht feuersicher. Da muss dann außen eine Feuertreppe ran, etc., etc., wo ich so, okay.
Also das sind halt so viele kleine Sachen. Ne? Ja. Wir wursteln ja schon ganz gut selber. Ne? Also wir sind gut organisiert und machen viel und ne, bauen. Aber wenn es dann um solche Sachen geht, ich meine, das Gebäude gehört nicht dem Heimatverein, sondern das gehört der Stadt. Mhm. So, da gehört auch zu, dass die Sachen in Ordnung gehalten werden. Da gehört Sachen machen, sauber machen dazu und solche Sachen halt. Ne? Die Frage ist, wenn man halt dann nach einem demokratischen Kontext suchen, ich finde halt nur, die Dinge, die stehen leer, die werden halt nicht so genutzt. Die Kommune hat eine Verpflichtung, die Dinge in Ordnung zu halten, dafür sind noch immer Gelder da, die Gelder kommen aber nicht an. War das eher der Mittelpunkt hier von Wildbach? Oder ja. Ja. Genau. Das ist erst geworden, nachdem wir unten das Museum in die Räume dort reingemacht haben. Also ich verbinde mit dem Ort hier Jugendtreff. So bin ich nämlich nach Wildbach gekommen. Da war nämlich, hat sich die Jugend durfte sich noch in der Feuerwehr treffen. Also das war mein Einstieg. Schlimme Erinnerungen. Naja, wir sind hier auf dem Dorf und das ist eine Feuerwehr, das sagt eigentlich alles. Genau. Und irgendwann durfte die Jugend dann aber auch die Räumlichkeiten nicht mehr nutzen. Also und ich glaube ab da gibt es auch jetzt nichts mehr für die Jugend. Räumlichkeiten. Die Jugend war da nicht mehr. Nein. Was war der Grund, warum das nicht mehr genutzt wurde? Das kann ich gar nicht genau sagen. Es war erst danach, dass dann die Feuerwehr gesagt hat, das geht aus rechtlichen Gründen nicht mehr. Weil, da auch, weil man das auch für private Feiern nutzen konnte, also auch Familienfeiern, unabhängig von Jugendlichen. Und da war ich dann aber auch schon nicht mehr. Das ist unser Thema, wie geht es eigentlich den Kindern und Jugendlichen hier und was brauchen die, um sich hier wohlzufühlen? Da wolltest du. Es ist schon so, dass die Kinder im Dorf ganz gut zurechtkommen, so bis Pubertätalter. Und dann ist halt nichts mehr da. Ne? Also so die kleineren Kinder, die treffen sich untereinander. Bei den Familien, in den Gärten, so im ganzen Dorf sind die unterwegs. Die spielen auch hier. Aber die ab, ich sag mal, 12, 13 bis dann 18, die haben halt nichts. Also die können sich im Sommer zwar draußen irgendwo treffen, aber sobald es dann in die kalte Jahreszeit geht, haben die keine Räumlichkeiten. Mhm. Und mit den Spielplätzen und so weiter, das ist immer wieder so eine Sache. Ne? Also Spielplätze anrichten ist ja ganz schön. Das sieht auch schön aus, kostet halt ein Geld. Aber da muss ja immer wieder sauber gehalten werden und alles. Ne? Da haben wir ja schon alle live damals genommen, dass die Eltern sich dann mal mit bemühen und dort einmal mit hingucken und so weiter. Ne? Aber da gab es dann keine Einigkeit. Ne? Sonst hätten wir einen Spielplatz hier. Mhm. Das heißt, der Spielplatz ist, war da und das Problem hat bestanden. So. Ja, es war ganz. Ja. In Wildbach war noch kein Spielplatz. Mhm. Ich glaube, dass das Kinder auf alle Fälle hier gut aufwachsen, halt, wenn man vergleicht auch so mit dem Jugendarbeit rausgeht, halt, so nah mit großen Plätzen. Zum Spielplatz kann ich durch, also das haben wir schon mal irgendwie mal besprochen und so, aber eigentlich wollen wir halt gar nicht wirklich den haben, weil das immer so was Vorgefertigtes. Und wir sehen hier das Dorf als Spielplatz. Ja, die Kinder sind willkommen, die sollen sich auch hier bewegen und da hat eine Trampolin, der andere eine Schaukel und der andere eine Rutsche und so, dann sollen die sich auch wirklich frei bewegen können, was so gut ist für die generelle Entwicklung halt, wenn die Kinder, wenn sie selbstständig werden können und so und überall mal auch anklopfen können, ohne dass man sich ewig was ausmachen muss oder, na, oder ohne irgendwelche Hemmungen und das ist eigentlich immer eine gute Entwicklung. Das passt auf alle Fälle. Das Problem ist dann halt wieder mit dem Dorflichen, da geht es dann weiter halt, was mit Jugendlichen passiert und da ist immer die Frage, ist da nichts da? Ne? Das ist so wieder der Nachgeschmack und ich denke, es ist irgendwie was da, aber es wird halt nie umgesetzt oder es will halt nie umgesetzt werden. Weil Jugend halt generell immer ein Störfaktor irgendwo ist. Wird das auch hier so wahrgenommen oder? Naja, also ist mal so, wenn jetzt schon, da sind die Kräften alles so, also jugendlicher Mensch macht immer irgendwelchen Quatsch, da macht er Müll oder so, ne, da haben wir will da gar nicht von mir erzählen. Und ich glaube trotzdem, dass Jugendliche, wenn sie selber irgendwo sind und sich das selber verwalten können irgendwo, sorgen die auch anders dafür. Du kannst nicht jeden abholen, aber ich glaube, es ist auf alle Fälle, sollte Platz da sein und ländlicher Raum ist ja so viel Raum. Wenn halt mit Gebäuden halt, die halt nie auf der Innenseite, wo Platz ist, aber keine Feuertreppe. Und warum ist dann keine Feuertreppe dann? Das sind so Sachen, die nicht funktionieren. Ich denke aber, hier ist man willkommen. Also das auch die, da mit Kindern und Jugendlichen, die sollen da sein. Und gab es da mal irgendwie Wünsche von Jugendlichen, die, was die gesagt haben? Die haben die mal gesagt,
wir hatten hier Lust, irgendwie, dass es das hier gibt, oder wir brauchen irgendwie hier so ein Haus. Und weil ihr sagt, was habt ihr als erstes gekauft oder irgendwie habt ihr das mal gekriegt? Aus der Verwaltung raus stand ja ein paar Jugendliche hier, haben hier mit Ball gespielt. Und da hat mich einer angesprochen, ob man nicht mal hier ein Netz hier drin aufmachen kann, Volleyballnetz, das wir spielen können. Mhm. Haben wir gemacht, wir haben jetzt kein riesiges Netz aufgemacht. Wir haben so ernst was erst mal bezahlbar war, gekauft. Wir haben es aufgemacht. Also, ich hab eh da, zweimal. Ja, ich meine aber, man lachte drüber. Man muss aber die Chance erst mal geben. Ja. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir es wieder weg. Und da hat sich das gemacht. Also es wäre halt von der Sache halt wichtig, dass hier was ist, weil ja auch der öffentliche Verkehr um 5 Uhr hier fährt der letzte Bus. Mhm. So. Also die kommen nicht mal bis nach Schneeberg ohne Moped, weil kein Bus fährt. Ne? Also die brauchen hier was, die noch keinen fahrbaren Untersatz haben. Es wäre noch, und das hatte ich schon mal im Auge, hinter der Schule ist noch der Schuppen von der Schule. Ne? Also das ist ein Klinkerbau. Da ist das Dachgeschoss, das würde sich super eignen. Ne? Das sind ja jetzt auch keine 40 Jugendlichen, die sich da treffen. Ne? Aber für so einen Treffpunkt wäre das optimal. 10, 15 reicht es doch. Reicht das immer. Dicke. Ne? Und wenn die das selber mit ausbauen würden, dann denke ich, also da ist auch ein extra Zugang. Die müssten da nicht durch dieses große Gebäude. Das ist wirklich ein kleines Häuschen. Das wäre so, wo ich denke, ja, das könnte vielleicht klappen. Unterhalb, wo jetzt der Wald ist, dort ist ein Windrad geplant. Oder mehrere, ich weiß es nicht. Also mal ganz ehrlich, wer baut auf einer Halde ein Windrad? Auf eine aufgeschüttete Halde? Nee, das ist ja nicht aufgeschüttet. Das kleine Stück dort nicht, aber mit dem Unterschied, das Ding bewegt sich komplett. Das ist, muss ich ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass dieser Boden stillhält. Das ist jedes Mal irgendwo... Also prinzipiell, ne? Ne, muss ich ehrlich sagen. Bin ich ja da sehr aufgeschlossen, Windkraftanlagen gegenüber. Weil ich glaube, wir haben irgendwann keine Alternative mehr. Und gestern, da haben sie einen guten Bericht gebracht von Wunsiedel. Die haben Windkraft und Photovoltaik und machen ihren Strom für den Ort komplett das selber. Das denke ich nämlich auch. Wenn wir hier die Leute zusammenkriegen würden. Bringen sie sich mit ein. Und wir würden das aus Eigeninitiative, ohne dass da Energiekonzern mit drin hängt. Genau. Mit der Photovoltaik, das hast du ja schon mal angesprochen. Das finde ich gar nicht so doof. Mit der Photovoltaik, du kannst ja, nehmen wir mal dieses Haus, die Schule kannst du auch damit bepflastern. Die Schule, den Kinderbau, alles. Große Flächen hast du genug. Und auf dem Dach stürzen können. Ich glaube nicht, dass du das jeder einzeln, sondern dass wir als Dorf, als Gemeinschaft, würde das funktionieren. Bin ich mir ziemlich sicher. Das würde ich, wenn das hier wirklich, ich weiß ja nicht, Yvonne, wie ist denn dort Stand jetzt hier mit dem Windrad? Da haben wir noch gar keinen. Da gibt es neu irgendwas. Es gibt ja auch viele Gegner davon abgesehen. Es ist ja so, dass der Ortschaftsrat Schlemmer, glaube ich, dagegen gestimmt hat. Wie ist denn die Stimmung in Wildbach dann dazu? Oh, eher negativ. Ja. Ablehnend sozusagen. Also Photovoltaik wäre auch mein Favorit, muss ich jetzt echt mal sagen. Ja, wir haben wärmere Sommer, es ist einfach so. Und du hast in dem Sinne... Nee, da müsste mal eine Studie gemacht werden, was du mal ausrechnen grob, was jeder dazu bringen müsste und so weiter. Mhm. Also ob dieses Windrad nun eine geeignete Energiequelle ist oder nicht, ich glaube, das Problem könnte eher dort sein, dass es dann nicht abgestimmt wurde drüber oder dass halt über die Köpfe hinweg geschehen ist. Genau. Und das ist ja im Prinzip die Geschichte dieser Eingemeindung mehr oder weniger. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie der Stand der Planung ist. Kann ich Ihnen wirklich auch nicht sagen. Und keine ist Planung, es gibt noch gar nichts. Es müsste noch gemeldet werden. Das ist noch gar nichts, nichts, gar nichts. Es ist nichts festgelegt, weil der Ortschaftsrat auch dagegen gekämpft hat in Schlemmer. Es ist in dem Sinne einfach nur was gesagt worden, Punkt X. Und der eine war dafür und dann wird das eben... Das ist das Problem, das miteinander reden. Das ist unfassbar schwer. Ich sehe keine wirklichen demokratischen Prozesse. Die Mehrheit entscheidet es fast, aber wie wird die Meinung auch gebildet im Endeffekt? Es sind viele, viele Überalterungen halt, die er ist nun mal, so muss man es leider sagen. Es kommt halt nichts Neues nach. Es wird nicht nach Kompromissen gesucht einfach. Ne? Man könnte ja jeder einen Schritt aufeinander zugehen, aber das passiert nicht. Du kommst dorthin mit einer Idee und dann, nee, das geht nicht, weil. Mhm. So, und dann ist das Gespräch beendet. Also, weil mit Verweis auf irgendeine Richtlinie? Auf eine Richtlinie, auf irgendeine Rechtsvorschrift, auf... Mhm. Und das ist Bornhof. Jetzt noch gar nicht so lange her, 2019. Also was, wie war das denn vorher? Also, oder die Situation? Ich hatte das Gefühl, dass du, glaube ich, ein bisschen besser auf die Leute auch gehen konntest. Dass du echt sagen konntest, okay, man kann was machen. Oder man hat sich auch noch gekannt.
Du hast immer diese persönlichen Bezüge, gerade zu den Geschäftsleuten. Ich habe es vorhin zum Bank gesagt. Die Geschäftsleute und das Rathaus, das ist eine Spannung, die ist unfassbar. Das habe ich in Schlemmer nicht so das Gefühl gehabt. Ich denke, großes Potenzial ist immer Jugendräume, Jugendhaus oder so, wo da was passieren kann, die sich auch ins Gemeinwesen einbringen. Ne? Dort ist halt gute Ideen machen und generationsübergreifendes Arbeiten auch stattfinden kann. So. Und das sind alles so Sachen, das ist da. Ich glaube, da theoretisch wären wir da gut. Zumal ist Erzgebirge auch mit durch Montanregion, das kannst du ja wirklich auch nutzbar machen. Mhm. Mittlerweile schlafen, also lassen sie alle, ja, wir freuen uns drüber, aber die Entscheider sind, verkümmert irgendwie, hat man das Gefühl. Mal als Frage, weil sozusagen das immer darauf so hinausläuft, dass es irgendwie so schwierig ist, oder also ihr habt so viele Ideen, aber dass es so wie gegen Mauern laufen ist, was würde denn die Situation noch schlimmer machen für Wildbach? Der Tourismus ist komplett am Boden für mich persönlich. Ich habe Angst um das Kobalt. Warum können wir den Tourismus nicht irgendwo, wo ich übrigens auch schon wieder war, mal fördern? Da sitzen in unserem Schlemmerrad das 10 oder 12 Mann. Keiner ist telefonisch erreichbar. Und wenn das weiter so geht, dann sind wir tourismustechnisch voll im Arsch. Muss ich jetzt mal so brutal sagen. Diese Halden haben 80 Kilometer Wanderwege. Da ist kein Schild dran. Nirgendwo. Das heißt, wenn du 3 Serpentinen runter gehst, gehst du auf der dritten wieder hoch, weil du gar nicht weißt, dass du runterhaken müsstest. Also wenn es eben, ja, wenn es so bleibt, dann das wird nicht besser gerade. Okay. Also ja. Ich sehe es gerade nie. Trotzdem nochmal abschließend eine Frage, was könnt ihr als Wildbacher, Wildbacherin trotzdem machen? Unseren Zusammenhalt, der da ist, stärken und nicht einschlafen lassen. Also wir haben das jetzt auch zu Corona-Zeiten gemerkt, ne? Haben ja auch keine Veranstaltungen gemacht, wir haben unseren Dibbel-Adventskalender nicht gemacht, weil ja die Beschränkungen da waren. Und also das muss wieder stattfinden und das wird dieses Jahr stattfinden. Und das alleine bringt so viel Zusammenhalt und das kriegen wir. Also alle, die da mit dabei waren, die sind einfach dankbar und begeistert. Und ja, also das stärkt einfach die Gemeinschaft. Und also das müssen wir uns halt einfach beibehalten. Ja, auch wenn das viel Arbeit ist, immer die Feste organisieren, aber hinterher gehst du da schon gestärkt raus. Was wünscht ihr euch für Wildbach, wenn sich das so entwickeln würde, wie das ideal für euch in eurer Vorstellung wäre? Ich würde mir wünschen, in 10 Jahren, dass wir die Potenziale, die wir hier haben, im Ort mit den Bauern, die noch da sind, nutzen, die wir ja noch haben, dass wir das nutzen, dass wir einen Laden hier haben. Der muss nicht jeden Tag aufhaben, aber als Treffpunkt mit 2 Tischen drin, wo die Omis sitzen können, Kaffee trinken können, wo die sich vormittags treffen beim Einkaufen. Die Idee geht uns nicht aus dem Kopf. Nein, ich hab die auch. Ja. Machst du mit? Genau, also das. Ich bin dabei. Die hatte sogar ich und ich wohne dann immer hier. Ja, es wurde ja auch ganz am Anfang gesagt von der Bewohnerin hier, dass sie sagte, es gibt ja nichts mehr, wo man sich treffen kann. Genau. Auch für also Kinder. Alleine wirklich, dass man nicht wegen jedem Scheiß ins Auto muss und raus muss, sondern dass wir, was wir hier haben, hier nutzen können. Das wäre mein Wunsch. Das Problem ist ja auch hier, dass du die Kinder nicht mal losschicken kannst. Ich habe die Milch vergessen, geh mal in den Laden, hol mal noch eine Tüte Milch. Also dieses mit Geld umgehen und dieses, ne, das findet hier einfach nicht statt, weil du gehst einkaufen, wenn du auf dem Weg von der Arbeit wieder zurück ins Dorf kommst. Das vor allen Dingen auch nicht nur die Leute, die das dann konsumieren, ne, dass es für die besser ist, sondern auch die Bauern. Ja, weil die können jetzt nicht davon leben. Ne, die schaffen jetzt ihr Bio-Getreide, weil es zu wenig Menge ist, noch 30 Kilometer weiter zur Abnahme, weil der Abnehmer das hier nicht nimmt, weil die Menge zu gering ist. Was es auch noch gibt in Zwenitz, da von der Börse, von diesem Restaurant, da hat in diesen. Hat er halt so einen Ladeneingang, also das ist quasi, also da hat er Automaten stehen, also 24-Stunden-Shop. Da gehst du hin. In Österreich, ja. Und da kannst du, da hat er, also das sein eigenes Essen hat er halt drin, da kriegst du aber auch kriegst du Bier, Getränke, Wasser.
Butter, kriegst Eier, du alles und so. Eierzeuge, dann kriegst du, hast du sogar bis Hygieneartikel und auch, was weiß ich was, was brauchst du denn hier, Seifenblasen zum Beispiel. Also sämtliches Zeug kriegst du dort und das ist halt gerade für so einen ländlichen Raum, ist es auch also ein richtig geiles Ding halt. Hat 24 Stunden offen, kann auch ein Treffpunkt sein, wenn du jetzt Kinder, sowas wäre zum Beispiel auch richtig geil halt. Oder halt irgendwie so eine Möglichkeit, also, so Dinge zu machen. Wie also die alten Leute hier, die sind halt wirklich darauf angewiesen, dass die von ihren Verwandten Sachen mitgebracht kriegen oder abgeholt werden zum Einkaufen vor. Weil das mit dem Bus auch echt mühsam ist. Ne? Das, wie oft kommt hier unser Konto? Habt ihr noch andere Ideen oder wenn ihr euch was wünschen könntet, wie Wildbach in 5 Jahren wäre? Dass die Jugendlichen hier endlich die Möglichkeit hätten, auch überdacht ihr Ding zu machen. Da halte ich rein persönlich, also auch. Ja, aber auch persönlich sehe ich da das meiste Potenzial drin, was unsere Gesellschaft noch irgendwie auch gut tun würde. Aha, und die letzte Assoziation ist weniger schön. Ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, als hier diese ganzen Demonstrationen 2015, da waren hier eigentlich fast jedes Wochenende Nazi-Aufmärsche und wir haben uns halt dagegen formiert und das war wirklich ein wochenendfüllendes Programm. Also wir waren dann jedes Wochenende hier auf diesem Markt und haben irgendwas dagegen gemacht. War das von der Initiative Schneeberg wehrt sich, die... Also das war gegen die Geflüchteten? Es war ein Misch, oder? Was also war das Thema dann? Ja, das Flüchtlingslager, ja, okay. Also das Erstaufnahmelager. Ja. Okay. Ja, und die Studenten haben sich da eigenständig eigentlich zusammengetan. Also es war ein, wie Thekla sagt, also es hat sich dann eigentlich die Studentenschaft was Eigenes überlegt, weil ja dann auch von links und rechts so eine Art Tourismus hier betrieben wurde in dieser kleinen Stadt. Und wir haben halt... auch die linke Seite zwar inhaltlich vertreten können, aber nicht auf diesem Weg. Also das war sehr mit dem Hammer drauf und sehr so scheiß Dreckskaff-Banner und so. Und damit konnten wir uns halt auch nicht identifizieren, weil wir ja hier leben und wissen, dass das nie alles ist. So, also das war eine krasse Zeit, das verbinde ich mit dem Markt, ja. Ja, ich fast jedes Jahr so... gibt es hier in Schneeberg ein Fest und ich verkaufe mit Einweltladen. Ach ja. Verkaufe Kaffee. Und das auch, ich stehe nicht nur um zu verkaufen, auch wir tauschen aus mit anderen Leuten, wenn sie zu uns kommen und so weiter. Ja, und das hat mir geholfen seit Jahren. So habe ich viele nette Leute kennengelernt und so weiter. Der Platz, den haben wir als Station gewählt zu der Frage, was bewegt eigentlich die Menschen in Schneeberg, die Bürgerinnen und Bürger. Jetzt ist es eben die ganze Energiekrise, die die Leute so ein bisschen ratlos dastehen lassen. Und was mich dann auch immer so bewegt, die Rechten nutzen diese Themen und schlachten das für sich aus. Und erreichen damit auch immer wieder die Leute und schüren halt die Ängste. Ich will es jetzt nicht so sagen, es ist begründet, ne? diese Meinung von den Menschen. Ich meine, was mir aber ein kleines bisschen auffällt, ist, dass viele Menschen schimpfen, ja. Auch zu Hause oder im privaten Kreis. Ne? Immer kommst du wieder auf dasselbe Thema und immer wird dir wieder geschimpft und das geht doch nicht und was wird denn da und was haben wir denn für Zeiten und ja. Andererseits muss ich sagen, ich bin ja auf vielen... kulturellen Veranstaltungen unterwegs. Ne? Da wiederum stelle ich fest, dass die Leute trotz allem sagen, wir haben es doch gut und nehmen die es auch dankend an, Veranstaltungen, gehen dahin, freuen sich, treffen sich mit Freunden und lassen sich, ich will nicht sagen, gut gehen, aber genießen das auch. Also wenn man gerade an der Hochschule ist, wo viele junge Leute sind, die eher in der linken Ecke zu verorten sind, würde ich jetzt behaupten, oder die sich mehr so diesem Spektrum zuordnen, das polarisiert schon. Also ich denke schon, dass da so Welten aufeinander krachen. Ich glaube, das kriegt man hier nicht so mit, also weil es keine Gegenveranstaltung in dem Sinne gibt. Aber der Tonus in der Uni ist schon, wow, was ist da los und das ist scheiße und wir verstehen das nie. Naja, wiederum, also gerade in unserer Nachbarschaft, was hieß das Schöne ist, aber man... fechtet es dann aus
und kann dann am nächsten Morgen wieder ordentlich Hallo sagen. Also es wird halt diskutiert. Ja. So. Und das ist so in dem Moment übelst anstrengend und dann denke ich mir so, oh halt. Aber das geht noch sozusagen. Es aber geht es noch, ist auf so einer Ebene, dass es dann wieder vernünftig ist. So. Und das lobe ich mir wiederum in so einer kleinen Stadt. Also dann, das kann ich besser aushalten, als jetzt hier so auf die Straße zu gehen. So. Das ist das, ja auch ein Zeichen der Demokratiefähigkeit. Ja, definitiv. Es ist ein unheimlich interessanter Platz, weil hier aber ja ganz viel zum Thema Jugend passiert ist. Und ganz viele Seiten oder Facetten aufmacht, wie auch Jugend betrachtet wird oder so, wie Jugend agiert oder wie Jugend im ländlichen Raum auch ist oder in einer Kleinstadt eben ist. Ne? Und es geht halt damit los im Endeffekt, dass in Schneeberg haben wir eben ein Problem. Der Wille ist da, wir haben bloß, es gibt keine Gebäude, die nutzbar sind, wo Jugendliche reingehen können. Also wo sie sich aufhalten können, wo sie ihr Ding machen können, wo sie sich entfalten können. Die Technikerstation, die unten ist, Gymnasialstraße, großes Haus, das ist schon seit, ach Gott, 10 Jahren oder so, ist das schon weg, war halt zu. Das war eine große, ich nenne es mal Auffangstation für junge Menschen. Also Leute, mit denen wir noch zu tun haben, die waren dort und so, die fanden es auch immer gut. Da gab es nicht für jeden was, aber für viele gab es unheimlich viele Möglichkeiten, sich dort irgendwie breit zu machen. Das haben wir halt nicht mehr. Und jetzt ist eben so, dass sich natürlich Jugend da ist und auch in den letzten 3, 4, 5 Jahren sind wieder mehr geworden halt. Also vor 4 Jahren hatten wir einen Anstieg an 11, 12, 13-Jährigen, die jetzt, was halt kontinuierlich eigentlich weitergeht, die jetzt auch mal älter werden. Und die halten sich halt auf überall in Schneeberg. Und das natürlich gerade im Winter sind sie halt da und da geht man natürlich dahin, wo es erstmal sicher ist, erstmal vor Witterung. Ne? Kälte kannst du jetzt nicht beeinflussen, aber ich stelle mich halt unter so einen Torbogen. Gibt es auch andere Flächen halt, ne? Und das wird auch immer mal als Störfaktor gesehen. Die sind natürlich auch mal laut, die haben manchmal auch ihre Box an, es schallt natürlich auch. Ne? Das ist auch logisch, das trennt halt nach außen. Eine Zeit lang wurden hier die öffentlichen Toiletten verwüstet. Ja, ist und wie gesagt, das Schlimme ist, was eigentlich so draus passiert ist, also auch, dass es immer noch keine Möglichkeit gibt, Jugendliche irgendwo reinzubekommen. Ne? Also dass die auch das irgendwo einen Platz haben, wo sie sein können. Es wird immer nur geschimpft, die sind überall und so. Und das ist nicht mal, muss auch die Stadtverwaltung auch irgendwie verteidigen, weil wir sind ja eigentlich, wir gehen ja auch einen guten Konsens eigentlich auch, weil sie auch wollen, die sollen sich aufhalten und die sollen ja auch da sein. Ne? Hier ist das Problem mit den Gebäuden, es gibt halt nichts, oder als 90er wahrscheinlich schon alles verkauft oder irgendwie so. Aber keiner bringt mal irgendwo was mit ein, dass man sagen kann, hier können sie sich aufhalten. Das findet halt nicht statt. Das heißt, im ländlichen Raum, wo wir so viel Platz haben und so viel Leerstand noch teilweise, passiert das eben nicht. Und das Problem ist halt, wir kommen immer an den Punkt, hier sind Entscheider und die verhindern halt vieles. Weil sie erstens vielleicht nicht interessiert oder so oder sich damit nicht beschäftigen halt. Und das Thema Jugend, weil es ja auch keine Lobby, ist eine Minderheit in Deutschland auch. Und wählen ja auch nicht oder so. Ne? Man nimmt da nicht so viel Rücksicht drauf. Und es wird immer versucht, so das lapidar irgendwo zu bearbeiten, wenn überhaupt. Mhm. Und da ist eben halt, und da sind natürlich uns dann die Hände gebunden, weil wir können auch keine Gebäude rauszaubern. Das ist halt auch, wir sind ein sozialer Träger halt, wir haben keine Geldmittel, ne? Wir sind auch angewiesen auf Mittel. Und können das halt leider nicht so bereitstellen. Ja, es muss jemanden geben, ja, der die Entscheidung fällen kann, der einfach sagen kann, ja, ich mache das jetzt zur Chefsache, ich will jetzt für meine Jugendlichen in meiner Stadt oder auch vom überregional aus den umliegenden Dörfern oder was weiß ich, möchte ich eine Plattform bieten und möchte denen, wie du schon sagst, auch eine schöne Kindheit bieten. Also es gibt viele Veranstaltungen und kulturell, wo unterschiedliche Menschen zusammenkommen können. Richtig. Aber gibt es auch so eben so Treffpunkte, wo das unabhängig von jetzt einem Fest höchstens in der Gastronomie passiert. Ja, generationsübergreifend jetzt, vielleicht auch. Aber da muss man auch sagen, es gibt keine Kneipe. Nee, es gibt keine Kneipe. Wir hatten hier, letztes Jahr hatten wir das Witzige, dass die Jugendarbeit eine Kneipe macht. Eine Kulturbar. Genau. Und das lief halt wunderbar. Also man hat gemerkt, die Leute sehnen sich danach in die Kneipe, nicht Restaurant oder sowas. Haben einfach mal hinsetzen, Bierle trinken und ein bisschen quatschen. Das fehlt halt so ein bisschen. Also als so Ort. Wenn man jetzt nicht irgendwie das außen macht. Kaffee hilft nicht. Na, Kaffee haben wir auch nicht, wir haben nur einen Eiskaffee. Da trifft man sich auch, aber es. Ja, gut. Bitte?
Molotow, das war sowas, ne? Wo du hingehen konntest, das war so August, Kneipe, starker August. Ja, aber das sind auch mehr oder weniger Speisegaststätten geworden, okay, wo die Leute hingehen, um was zu essen. Okay, eine Szene-Kneipe. Aber jetzt nicht, wo du einfach sagst, auch mal mit der Hose von der Arbeit hingehst und sagst, ach, mal noch ein Feierabendbier oder mal ein Skat spielen oder Studentenkeller. Das ist sehr spezifisch auf Studenten getrimmt. Spezifisch, aber man muss, also wir kennen das ja jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte, das Gebilde Studentenkeller. Und man muss auch sagen, es gab da auch immer durchgehend, ich sage jetzt mal, Besucher aus Schneeberg. Also vor allem auch junge Leute, die hier vielleicht eine Ausbildung gemacht haben oder die einfach so mit 16, 17, 18 noch bei ihren Eltern gewohnt haben, die sind damit hingegangen. Also das war schon auch ein offenes Format. Ist aber natürlich auch durch Corona eingeschlafen. Okay, wir würden gerne noch was zu dem Härtelhaus hören, weil das ist so ein neues Projekt, was vielleicht auch so ein Treffpunkt werden könnte. Das könnte es durchaus. Jetzt, soll ja auch eine Begegnungsstätte haben. Also das Härtelhaus wurde gemeinsam mit dem danebenstehenden Gebäude Fürstenplatz 1, das ist praktisch Fürstenplatz 1 und 2, die Gebäude, wurden seitens der Stadt 2021 erworben. Unter dem Aspekt, dass man erstens die beiden Gebäude im Doppelpack erwerben konnte und zweitens, weil im Fürstenplatz 1 das Welterbezentrum entstehen soll. Und dort soll das UNESCO-Welterbe-Besucherzentrum entstehen, Touristeninformationen mit rein, gegebenenfalls noch Platz für Ausstellungen. Und in dem nebenstehenden Gebäude, das soll so eine Art Kreativzentrum, aber eben offen. Offen eigentlich, will ich jetzt nicht sagen für alle, aber viele Leute jeden Alters, jede Fähigkeit, also sollten dort kreative Angebote entstehen. Federführend auch über die Fachschule für angewandte Kunst, die da ein großes Interesse haben, im Zentrum auch mal präsent zu sein, sich einfach zu präsentieren, wahrgenommen zu werden und natürlich auch Angebote zu machen. Und eben auch eine Begegnungsstätte. Ich will jetzt nicht sagen Café oder sowas, aber Begegnungsstätte. Das heißt, du kannst dort einen Kaffee trinken, du kannst auch was anderes trinken, sicherlich abends. Es gibt auch mal eine Veranstaltung, eine Lesung oder eine kulturelle Veranstaltung. Und wo die offen ist für alle, die da Lust drauf haben und die sich dort treffen wollen. Ein Ort, wo viele Leute zusammen sind, und wenn viele Leute zusammen sind, braucht ein vielleicht richtige Security, braucht eine richtige Leute, die Schutzkonzept richtig einsetzen können und so weiter. Dann auch die Mitarbeiter erleben Schwierigkeit. Genau, und dann habe ich jetzt gerade zufällig mit einer Anwohnerin hier gesprochen, die arbeitet beim Bäcker im ECE, und die sagt, offenbar sagt ihnen eben auch keiner, wie sie sich verhalten sollen, zum Beispiel beim Einkaufen, dass sie zum Beispiel einen Korb nehmen sollen, dass die Leute einen Korb nehmen sollen. Stattdessen, weil sie ja einen weiten Weg haben, kommen sie mit dem Rucksack und dann geht dann immer schon, also kein Korb und Rucksack und im Supermarkt, ne, und sicher auch schon schlechte Erfahrungen, und dann geht da immer bei allen schon die Alarmanlage und dann... Sowieso, es gibt Leute, sie möchten irgendeinen Grund, um Verurteile zu bestätigen. So, dann versuche ich, diesen Grund abzuzeigen. Und dass sowas auch passiert, warum muss ich nicht klein zu reden? Ja, natürlich, das habe ich gesagt. Es gibt diese Leute. Deswegen, aber kann ich mir noch im Prinzip vorstellen, wenn ich im Ausland bin, sehe, dass im Prinzip jeder einen Korb nimmt. Kann ich mir doch selber überlegen, den auch einen Korb zu nehmen. Aber das hier, Erstaufnahme. Deswegen ist okay, es passiert, es gibt Unwissen. Und auch hier kommen bestimmte Leute zu mir mit einer Strafe. Und dann sage ich, das hilft nicht. Und das bestätigt die Verurteile, die gegen uns. Und das ist schlimm für uns zuerst und auch hier. Man muss sich das wirklich so vorstellen. Die Leute sind vielleicht wirklich erst 2-3 Monate hier, waren schon in verschiedenen Orten, sind dort immer nur sehr kurz.
Das, was heißt an verschiedenen Orten? Die sind an verschiedenen Erstaufnahmen. Ah, okay. Ne? Also meistens ist ja so, müssen wir, denke ich, auch nicht drum herum reden, Sachsen suchen sich die wenigsten freiwillig aus, die landen irgendwo, kennen schon jemanden in Berlin, Hamburg, Dortmund, gehen dorthin und dann werden sie eben über diesen Königsteiner Schlüssel verteilt. Okay. Ne? Die sind also noch nicht zur Ruhe gekommen, ne? Die sind noch nicht angekommen. Eigentlich ist ihr Kopf ist in diesem ganzen Prozess, ist im Asylverfahren. Ne? Vielleicht ist die Frau noch zu Hause, die Kinder noch. Die haben da ganz andere Dinge in ihrem Kopf. Also das muss man, glaube ich, auch ein bisschen versuchen zu verstehen. Ne? Viele sind auch in diesem Überlebensmodus noch drinnen. Die sind in Deutschland, wir sind sicher. Dieser Überlebensmodus, den die über Monate, manchmal Jahre aufgebaut haben, das ist wie PTSD bei Soldaten. Wenn das über Jahre, das Gehirn wird über Jahre trainiert. Und wie gesagt, man kann denen das erzählen, dass das für uns Deutsche wichtig ist. Aber in deren Kopf ist es immer noch nicht wichtig, es ist nicht angekommen. Die sind nicht sicher in ihrem Kopf. Die sind in ihrem Kopf immer noch im Krieg. Da kann man denen erzählen über Monate, du bist hier sicher, du bist in einem sicheren Land. Da muss ein Gewitter kommen.